Und ist der Drink gut? Mhm. Erfrischend? So geht's. Bist du ready? Vielleicht. Vielleicht? Mhm. Dann los. Okay. Willkommen zu einer weiteren Folge Cinema Volante mit dem Podcast Quickie und Daniela. Hi Daniela. Hi. Du hast letztes Mal das Quiz gewonnen. Naja. Wenigstens mit ein bisschen Hilfe. Ja, wenn man es gut mit mir meint, ja. Wenn du bist trotzdem selbst drauf gekommen, irgendwie. Wenn einer damit ein Problem hat, dann soll das in die Kommentare schreiben, ob wir es lieber ohne Tipps machen sollen. Oder andere Ideen hat. Kommentare auf YouTube, da kann man das. Oh. Und du hast in dem Film, du solltest es mir eigentlich nicht verraten unbedingt, aber letztes Mal, ich habe den Film ja angesprochen, bei Joyride, weil er von John Dahl ist. Mhm. Und ich Red Rock West so gut finde. Mhm. Und hast du gesagt, mit Nicolas Cage, why not? Und Dennis Hopper. Und Dennis Hopper. Und deswegen gucken wir jetzt Red Rock, Red, boah, das ist echt schön. Ich hasse es ja, wenn Leute einen Versprecher haben, so Radio oder Podcast oder irgendwas. Ja. Und nee, nicht Versprecher per se, sondern dass sie das dann nochmal so betonen, dass sie sich versprechen. Verstehst du dann nochmal so einen Witz draus und ha, ich habe mich versprochen und das nochmal dreimal machen. Und ich mache das auch. Wie schrecklich ist das denn? Tja, denk mal drüber nach. Ja, scheiße, ey. Egal, wir gucken also jetzt. Also was gucken wir? Wir gucken jetzt Red Rock West von John Dahl mit Nicolas Cage, Dennis Hopper und Lara Flynn Boyle, die du bestimmt nicht kennst, ne? Oder vielleicht wirst du es gleich erkennen und so. Ich meine, du hast das Cover jetzt gesehen von der Blu-ray, habe ich geschenkt gekriegt von Dominik. Zwar habe ich den Film schon gesehen vorher, aber ich habe schon erwähnt gehabt, dass ich den toll finde und ich hatte ihn nur auf DVD und jetzt habe ich noch Blu-ray. Danke, Dominik. Geil. Los geht's. Bis okay, gleich. Bis gleich. Texas, hä? Ich kapiere das nicht. Was treibt euch alle nach Wyoming? Ich suche einen Job. Was haben Sie sich da so vorgestellt? Naja, ich wollte auf einem Ölfeld arbeiten. Bohrarbeiter, hä? Versuchen Sie es mal in Red Rock, ungefähr 50 Meilen die Straße runter. Da finden Sie eine Bar, die heißt Red Rock. Fast alle Ölteams aus der Gegend hängen da rum. Naja, vielleicht kann Ihnen da jemand weiterhelfen. Traumhaft schönen alten Schlitten haben Sie da. Wissen Sie, sowas wird heutzutage gar nicht mehr gebaut. Oh, macht $5. $5. Aha. Danke. Da sind wir wieder. Film geschaut. Ich fange mal an. Soll ich mit der Besetzung anfangen und der Geschichte? Wirst du wahrscheinlich nicht machen, ne? Nein. Die Besetzung kennen wir ja schon. Genau, das die sind Geschichte. Doch wirklich die drei, ja. Die anderen sind ja nicht so wichtig, oder? Nicht wirklich. Jawohl, da spielt ja noch, warte mal, wie heißt der? Ach stimmt, den kennt man ja auch, ne? Spielt noch H.T. Walsh mit. Den kennt man auch aus tausenden von Filmen. Ja. So auch immer gerade, was auch hier ist, kann man schon mal vorwegnehmen. So, die sind ja irgendwie politisch, irgendwie oben irgendwo in Firmen und so weiter am Start ist, aber immer so zwiespältig. Mhm. Immer so in Richtung Korruption. Immer was Böses dahinter. Aber so straight wirkt. Und das ist ja auch hier der Fall. Wir haben nämlich einen Film Noir Thriller von 1993. 1 Stunde 38 Minuten lang. Also so knapp über 90. Ne? Eigentlich genau 90 mit den Credits. Beziehungsweise ohne. Und Timothy Carter spielt noch mit. Das ist dieser Polizist, der so, wo du gesagt hast, ach what so, the fuck, der so ja aussieht, als hätte er eine Perücke auf. Ja. Und diese blauen Augen und bestimmt, so, ne? Den die, kennt die, man auch, ja. Das Color Grading, das Nachträgliche bestimmt für die Blu-ray, war schon ein bisschen extrem. Das stimmt. Wir haben Nicolas Cage. Das ist eigentlich die erste Einstellung an der Straße, so, ne? Die Weiten wieder, wir sind so Road-Movie-mäßig, ne? Mhm. Und sehen, wie er ein kaputtes Knie hat direkt. Also wissen wir, der hat wahrscheinlich war im Krieg und so weiter. Wird aber ehrlich gesagt nie, ne, oder war Sportverletzung, könnte ja alles sein, ne? So ein Sportler, der irgendwie dann darauf gehofft hat, schlecht in der Uni war, aber eben, ne, und dann eben versagt hat und deswegen jetzt so einer ist, der keine Kohle hat, umherreist und auf dem Weg ist. Aber es wird einmal erwähnt. Genau, es wird also erwähnt später erst, ja, ne, dass er echt ein Veteran ist, aber
Das finde ich so geil im Film. Vieles wird einfach gar nicht erklärt, sondern, und es ist auch letztendlich egal, was von den Sachen es ist. Genau. Für den Film, für den Charakter. Dass er, ob er jetzt eben Sportler ist, ob er es einfach auf der Arbeit eine Verletzung hat oder im Haushalt, wo es ja ganz gefährlich ist. Das stimmt. Oder im Krieg und so. Und das wird einfach ganz locker weggelassen und irgendwann erwähnt, wenn es wichtig ist und Sinn ergibt. Das ist halt das Geile. Aber jetzt sind wir erstmal noch, Nicolas Cage wird angeführt, sitzt an der Straße, macht seine einarmigen Liegestütze mitten auf dem Highway. Geiler kann es nicht aussehen. Ich muss auch sagen, bis dahin noch nicht so mega bekannt, Nicolas Cage. Können wir auch erwähnen. Ja, der hat zwar, er ist ja der Neffe von Francis Ford Coppola. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt. Ja. Und mit ihm hat er halt viele Filme gemacht. Okay. Immer so Nebenrollen, kleine. Mhm. Wollte dann auch irgendwann, deswegen hat er sich auch umbenannt und heißt ihm ja Coppola, Nicolas Cage, weil er nicht wegen des Namens auch und überhaupt so in Verbindung gebracht werden will. Ach so, das ist der Neffe von und so. Mhm. Ne? Ich meine, das hat man auch lange nicht gewusst vielleicht. Ne? Ich weiß nicht mehr, wann ich das so wusste. Ich glaube schon relativ früh, aber gut, wenn man sich dafür interessiert. Hat aber dann auch echt schon mit großen Regisseuren gearbeitet. Mit den Coen-Brüdern, Wild at Heart, mit, das war David Lynch. Mit den Coen-Brüdern, mit David Lynch, mit Francis Ford Coppola halt. Und erst ein Jahr oder zwei Jahre danach kam Live in Las Vegas, wo er den Oscar als bester Darsteller gekriegt hat. Das Trinkerding, das haben wir auch zusammen gesehen. Ja, ich wusste nicht, dass er einen Oscar dafür hat. Ja, dafür hat er der beste Hauptdarsteller. Der Typ und so, ne? Der mega geile Typ. Du liebst auch Nicolas Cage, oder? Sehr gut. Und dann kam, sofort danach kam dann The Rock, Con Air. Und dann kamen auch die anderen, wo er noch nominiert wurde, dann und Face Off. Und dann kam Adaption, Tricks, die noch gut waren. Und dann war es das langsam. Da war vielleicht noch Lord of War. Und dann ging es langsam in diese Schiene. Ich mache nur noch Trash-Filme leider. So in die Richtung. Ja, sehr schade. Das war eine Nicolas Cage-Geschichte, ganz kurz angesprochen. Aber das war noch davor halt. Okay. Und wir haben ihn und sehen halt, wie er kaum Geld in der Tasche hat, kann kaum tanken, geht auf so einen Ölbohrbau, wie heißt denn das? Ölbohrpunkt, Dingster, Bumster, Wyoming sind die, glaube ich, ne? Ja. Und weil da ein Freund ist, den man halt von früher kennt, wird aber auch nicht erörtert, woher, was ihm cool ist. Wahrscheinlich auch ein Veteran, auch der mit ihm im Krieg war, vielleicht auch ein alter Schulkollege. Aber der sagte so, komm mit. Und dann kriegt er den Job nicht, wir sehen gar nicht, wieso nicht. Wird hinterher gesagt, wieso hast du es mit dem Bein gesagt, dass dein Bein kaputt ist. Er sagt so, irgendwann findest du es eh raus. Und das ist auch das, was uns hier gesagt wird und sofort gezeigt wird auf charmante Art und Weise. Nicolas Cage ist eine ehrliche Seele. Durch und durch gut. Ja, denn auch als er tanken möchte und reingeht und keiner da ist und er ruft und so weiter, dann sieht er da eine offene Kasse mit ganz viel Geld drinne, aber er geht da nicht ran. Er geht nicht ran. Obwohl er nichts hat und so weiter. Und er würde sich ja auch, glaube ich, nicht alles nehmen, sondern er würde sich, glaube ich, eher nur einen Fünfer nehmen oder einen 20er oder so und das war's. Ja. Geht dann in die, dieser Typ an der Tankstelle, der dann doch erscheint und sieht, dass diese Kasse auch, weil er ein bisschen Angst drum hatte und so, ne, war lange alleine hier und hat ein Hörgerät, sieht man, der tankt und gibt ihm dann den Tipp, dass in Red Rock West sich alle umgebenden Bauarbeiter, Öl-Heinis und so treffen. Dass er danach fahren kann, netter Tipp. Dann geht er dahin, in eine Bar und trifft da auf H.T. Welch. Das ist so witzig, weil H.T. Welch, das hört sich an wie so Awesome Wells und wie Dinge, egal. Oder wie Dings, egal. Und so, der fragt dann, wann bist du gekommen zu Nicolas Cage? Wieso bist du nicht letzte Woche gekommen? Jetzt erst da, bist du wegen dem Job da, ne? Weil er das Autokennzeichen sieht und so, das müsste der Typ sein, aus der Gegend kommt der. Und Nicolas Cage sagt, ja geil, einen Job will ich haben und so. Und der war letzte Woche, hätte das schon kommen sollen, also nutze ich die Gelegenheit. Ne? Auch wieder ehrlich, weil sonst hätte das, glaube ich, nicht so gemacht. Ne? Ja. Also alles bleibt so, dass der Charakter immer so ne straight cool ist. Aber der Typ im hinteren Büro, dem die Bar gehört, erklärt ihm dann, dass er seine Frau erschießen soll. Und dafür 5.000 Fors kriegt und mal 5.000 hinterher. Dollar. War ganz wichtig. Ah, sehr gut. So danke. Nicht Öre. Und er nimmt die, unser lieber Charakter nimmt diese Wette an. Wette? Wette, sage ich schon. Den Auftrag. Okay. Okay, der Drink ist schon zu hart. Ich bin schon. Ja, was trinkst du da eigentlich? Trunken. Ich, was ich da trinke? Aha. Ja, so eine Mischung aus einem Mojito. Ein besser Smash und eine Kaipi. Ah ja. Ja, so, eine, ne, so ein selbstgerätes Ding.
Ne? Ja, wir gucken heute mittags. Na und? Ja. Sonntag. Kann man mal einen kleinen Drink nehmen. Sonntag, ja, ist Sonntag. Es ist Sonntag. Ist ja frisch, es ist so heiß draußen, dann darf man ja wohl mittags einmal ein Dings nehmen, auch wenn ich Auf heute jeden Abend aber Fall. erst arbeiten muss. Ne? Aber danach kann ich nicht, danach muss ich sofort ins Bett. Das stimmt allerdings. So. Okay, er nimmt die Niklas Wette Cage nimmt an. den an. Sollen wir jetzt auch erklären, was da passiert weiterhin? Nein, das reicht erstmal, oder? Doch, man muss es eigentlich machen, ne? Ja, zumindest muss man kurz sagen, dass er den Er. Auftrag nur vermeintlich annimmt und dann eigentlich ja dahin geht und sie warnt. Ich glaube, das kann man noch sagen. Ja, und dann, was macht er? Genau, Und er nimmt warnt von ihr sie. auch nochmal Geld und will dann eigentlich mit dem Geld abhauen und seine Ruhe haben. Genau. Ende der Geschichte. Aber was macht er noch Schlaues? Ach ja, er schreibt noch einen Brief an den Sheriff, ne? Genau, er schreibt noch einen Ein einen Brief an den Brief an den Sheriff. Sheriff. Mein Gott, Alter. Und schreibt da rein, dass die sich gegenseitig umbringen wollen. Genau, also ist er nochmal so übertrieben lieb, dass er das auch noch macht und da warnt, ne? Genau. Das ist das Und dann geht er einzige. erstmal genüsslich einkaufen an der Tanke und will eigentlich abhauen. Genau, sein einziger Fehler ist, dass halt das Geld nimmt oder überhaupt den Auftrag und sowas. Aber so von Höchstchen aufs Domino-mäßig passiert halt das eine. Er wollte ja nur einen Job und so, was Ehrliches quasi. Er wird dafür arbeiten, das Geld kriegen. Dann passiert aber das und er überlegt auch und dann kommt, dann nimmt das, weil das sind ja eh böse Menschen quasi. Aber versucht halt die noch zu retten, indem er das sagt. So, und die haben ja anscheinend auch genug Geld, ne? Es tut ihnen jetzt nicht weh, dass sie das finden und so. Und er hat ja nicht die ganzen 10.000, also hat er auch noch genug der Thekenhaini da in die Ja. Bar gehört, Welch. Und was hier halt, das ist ein Film Noir. Weißt du, was ein Film Noir eigentlich ist, so irgendwie? Ich meine, das sagen auch immer wenig Leute. Nein. Es gab so 30, 40er Jahre. 30er, 40er Jahre. Diese Hardboiled. Wen? Comics, wie dann auch Filme. Also Romane eher. Und das war halt so dieses Typische, was du kennst. Da sitzt ein Detektiv, Privatdetektiv, in seinem verrauchten, mit einem Whiskyglas in der Hand, an seinem wunderschönen Holztisch, Art Deco, alles vielleicht noch von der Innenarchitektur her. Und dann die Lamellen, die Jalousien so halb runter und ganz hartes Licht scheint da, ne? So Lowlight-mäßig alles beleuchtet in Schwarz-Weiß. Und dann kommt da irgendeine Frau rein und kommt zum Auftrag und so. Und der Typ ist so ein. Ist ein Anti-Held halt, ne? Er tut alles fürs Gute, war vielleicht schon Polizist oder sowas vorher, ne? Wie es meist die Privatdetektive sind. Aber er ist ein abgefuckter Typ und so. Und alles ist irgendwie düster und negativ, aber er tut alles dafür, das Richtige zu tun. Aber mit Härte, Gewalt und so weiter. Das ist so die Richtung, ne? Die Welt ist böse, ich tue alles für ein Happy End und so weiter. Und Noir ist quasi so ein bisschen daraus entstanden, das kann man so hinterher. Das waren Filme, die wie Nicolas Cage hier, das ist eben die beste Beschreibung, Leute sind so am Rande, jetzt nicht der Detektiv wirklich unbedingt, die nichts dafür können, weil die jetzt im Hardboiled haben eine Schwäche, die Figuren, eben Alkohol, eben eine harte Vergangenheit, irgendwas, irgendeine böse Seite immer, ne? Aber in Noir ist es eher so, dass die Charaktere in dieser Welt sind, Randfiguren und immer fallen. Sie wollen nichts Böses, sie wollen auch nicht irgendwie etwas lösen, einen Fall oder so wie er hier. Kommt in der Situation ungewollt, aber alles um ihn rum ist böse. Das machen zum Beispiel die Coen-Brüder auch mit ihren Sachen, mit Fargo und so weiter und alles. Und Blood Simple, ihren ersten Film, ne, Noir. Und da kamen auch so Sachen wie Sin City und so, jetzt so berühmtere Sachen, wo du so ein bisschen den Anschein nehmen kannst. Ne? Da ist so eine Mischung aus Hardboiled Noir. Und da ist die Figur jetzt hier in dem Fall, also das ist dann Neo-Noir, ne, der neue Noir, dann bla bla. Eigentlich ist es schon. Post-Neo-Noir, müsste man sagen. So Okay, ich hole 80er, mir Zettel und 90er. Stift oder Ja, was? das ist halt, aber guck, ich habe jetzt richtig Reihenfolge. Und, Entschuldigung, dass ich jetzt so viel Dings laber und so, ne? Aber damit erklärt sich die Figur, man versteht das vielleicht besser, auch so wie John Dahl an diesem Film rangegangen ist. Und die Figuren geraten in diese schlechte Welt und alles drumherum ist schlecht. Und es passt auch hier. Alles drumherum, er ist lieb, er will nur das Gute, aber alles ist schlecht. Wir spoilern nachher auch so ein bisschen mehr. Was der Sache ist, wo es erkenntlicher wird, wieso Ja. die Welt drumherum schlecht ist und so, egal welche Instanz, egal was los ist, egal wie gut du bist, ne, und du willst eigentlich nichts und kommst von einem Unglück ins nächste. Und das sind, und okay, noch ein doofer Fun Fact, nee, Fun Fact, einfach ein Fakt. Noir ist entstanden halt auch bei den Franzosen. Die Kritiker, die auch groß drin waren, selber in, ne, Kunst machen, gerade auch Kunstrichtung, Nouvelle Vague und so weiter. Und bei denen kam wegen des Krieges und so weiter erst später diese ganzen Filme aus Amerika, die Noir-Filme, wo zum Beispiel auch Jurassic Park zu zählt. What? Ja, auf Deutsch heißt der Frau ohne Gewissen.
Aber der Originaltitel ist Jurassic Park. Ist ein kleiner Insider. Du hörst ja nicht die Sachen, die ich mache irgendwo oder so. Ne? Alle anderen wissen es vielleicht, die beim Bewegtbildband aus Bash waren. Egal. Der gehört Ja, auch ist ja dazu. gut. Und ja, das ist gut. Das macht dir nicht toll. Du hörst besser nicht. Und die haben dann diese Filme danach benannt, weil diese Romane, die halt so waren, so Hardboiled-Noir-mäßig, waren halt im schwarzen Einband und wurden Serie Noir genannt. So wie im Italienischen die Gialli, die Whodunit, die vor dem Hardboiled und so weiter waren und daraus entstanden sind aus den normalen Krimis Whodunits, diesen gelben Einband hatten. Und deswegen haben die Franzosen das dann Noir genannt und dann kam dieses Noir irgendwann nach Amerika und dann wurde das so von den Kritikern benannt. Fertig. Okay. Capisci? Ja, hoffentlich fragt mich nächste Woche keiner ab. Na, das ist gleich in dem Quiz. Das ist gleich in dem Quiz. Egal. Okay, das nur Alter. nebenbei. Okay. Dann auch eine wichtige Sache. Ist dir aufgefallen, wie hier gearbeitet wird, auch erzählerisch? Wir sind die ganze Zeit bei Nicolas Cage, bei dem Hauptfigur. Die ganze Zeit. Wir sind eigentlich nie. Es gibt mal so zwei, drei kleine Ausnahmen, das sind, aber wir sind immer bei ihm. Oft wird das noch mit einer Off-Stimme, ne? Gerade auch von der Hauptfigur. Das wird hier nicht gemacht, was ich schön finde. Brauchen wir auch nicht. Ne? Es ist so viel ruhiger, intimer sogar, finde ich, als wenn er sogar seine Gedanken preisgeben würde. Weil Ja. das die Bilder machen und so, die wirklich schön Ja. sind auch. Und dieses Vorortmäßig, Omi-mäßige, boah, ich laber die ganze Zeit. Ne? Ich höre dir gerne zu. Und das ist auch so eine Sache im Noir. Die verführerische Frau. Frauen sind böse eigentlich oft auch. Das ist so Das dieses. ist so im Ne, Leben. das ist einfach so. Das ist einfach Und so. Lara Flynn Boyle, kennst du die? Ja, also die kam mir schon bekannt vor. Ich hätte jetzt nicht gewusst, irgendwie woher, aber. Ja, die ist auch so eine leichte Femme Fatale, aber später da Fiorentino, die Dame, die hat schon eher drauf. Sie hier, die war zum Beispiel in Poltergeist 3. Müsst ihr den gucken. Wir haben mir den Nein. ersten damals versprochen. Nein, Wer da danke. reinhören will, kann er gerne. Als junges Mädchen, so ein bisschen pummelig wäre übertrieben, aber schon eher. Und da ist ja schon so ein hageres Mädchen hier jetzt in Red Rock West. Die ist aus Twin Peaks, die Serie, David Lynch. Und dann so Sachen, die bekannter sind, wie zum Beispiel Man in Black 2. Ach Da hast du dieses Quatsch, ausländische, da die war sie Tante. das. Genau, hast du, ne? Ah, Da okay. hat sie, glaube ich, auch die Himbeere gekriegt, als schlechteste Darstellerin. Aber sie ist auch, muss ich hier sagen, jetzt nochmal, wo ich Herzlichen den gesehen Glückwunsch. habe, nicht gut, oder? So wirklich, als Nein, sie ist Schauspielerin? nicht gut und Sie sie ist. hat ein scheiß Make-up. Dafür, dass sie ja die Verführerische sein soll, sieht sie aus wie eine Tote eigentlich. Also da hätte man auf jeden Fall mehr draus machen können. Ja, siehst du, sie gefällt mir auch nicht. Früher mochte ich die voll gerne, fand ich die auch heiß irgendwie, aber jetzt so gar nicht mehr. Nee, Also leider. überhaupt nicht. Und sie ist auch eine, die auch Dyslexie haben. Nee, Dyslexie ist ja Leseprobleme. Oh Gott. Die kann man nicht lesen. Dings hat, hier magersüchtig ist. Und hat sich ein paar Mal operieren lassen auch und sieht schrecklich aus. Also ganz, ganz schrecklich. Also heftig. Richtig kaputt. Die hat dann nochmal irgendwas gemacht letztens auch, aber brauchst du alles nicht so B-Movie-mäßig wie Nicolas Cage jetzt ungefähr. Ach so, ja, Salute. Salute. Wie findest du den Film? Okay. Hast du Danke. irgendwas zu sagen? Nichts zu sagen? Ja, was habe ich denn zu sagen? Ja, der war schön. Das war halt irgendwie so schön erzählt. Also wie du eigentlich schon gesagt hast, das war schön erzählt. Es ist irgendwie, es dauert sogar einen Moment irgendwie, bis man versteht, was da passiert. Also so im Sinne von, dass man checkt, dass er halt einfach aus diesem Nest da nicht rauskommt. Wenn man das jetzt doch, das darf man schon sagen, glaube ich, ne? Und dass immer neue Gegebenheiten irgendwie eintreffen, mit denen man auch gar nicht so rechnet, die aber irgendwie passen. Also, dass man nicht denkt, so, die haben sich jetzt irgendwas überlegt, was überhaupt keinen Sinn macht, sondern das passt da halt irgendwie Nicht so konstruiert. alles. Also es ist schon Ja. konstruiert, aber es ist okay. In Ja, die Welt aber passt es, ne? genau. Und der tut einem eigentlich wirklich leid. Also, Ja, und der das ist tut. Nicolas Cage, ne? Unser Master, den wir jetzt so kennen, ne? Der sich in Ja. The Rock und Con Air einfach so, obwohl in Con Air jetzt nicht unbedingt, The Rock jetzt ja auch nicht wirklich erst, aber Ja, ja. aber glaube ich, weil er halt, also er scheint ja irgendwie Schauspieler zu sein. Also eigentlich kann er das ja, ne? Also weil man kauft ihm das halt so ab, diesen netten Typ, der er da halt ist, der auch einfach sich denkt, verdammte Scheiße, ich wollte das doch alles gar nicht. Ich wollte doch nur irgendwie 10.000 Euro nehmen und gehen. Ja. Und selbst die wollte er, also wie du ja eben auch schon gesagt hast, naja, ne, hätte er ja sonst wahrscheinlich nicht genommen. Bestimmt mehrere. Wir sind sofort wieder da.
Das kommt davon, wenn man Sonntagmittags aufnimmt, da kommen komische Leute einfach an die Tür. Ja, verrückt, ne? Crazy. Ja. Was wollen die alle? Ich Die wollen weiß auch Ruhe. nicht. Gibt's nicht. Wo ist ausverkauft? Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Also war ein cooler Film auf jeden Fall. Ein cooler Film. Ja. Ja, das Ding ist, ich finde, das sind jetzt keine Spoiler, weil man muss halt weiterreden, weil sonst geht es nicht. Dann sagen wir jetzt, ob jetzt, weil ich finde auch, man muss den Film eigentlich so sehen, dass man gar nichts weiß. Ist ganz cool, aber ganz ehrlich, ist auch nicht schlimm, wenn man es weiß. Ich hatte ihn ja schon zweimal gesehen, bestimmt. Und du hattest auch gedacht, mittendrin doch, dass du ihn vielleicht schon mal gesehen hast, ne? Aber das Ja. verschwimmt so, weil so viele Sachen passieren. Und wir Ja. machen ja jetzt direkt weiter, erzähl dir, ne? Okay. Nicolas Cage geht dann, und dann ist immer diese geile Gimmick, dieses You leave Red Rock West oder bye oder sowas, ne? Ja. Und dann, das passiert ein paar Mal und dann wieder Welcome und so, ne? Das ist Welcome. wirklich so oft, das ist so lustig. Dieser schwarze Humor ist halt auch immer drin, ne? Und Nicolas Cage haut dann ab. Da waren wir. Ach nee, was ich noch sagen wollte, du hast gesagt, wie Nicolas Cage spielt. Und da wollte ich noch sagen, dass hier, wo man sagen könnte, dass dieses typische Nicolas Cage durchdrehen, dieses abgefuckte, wo er voll abgeht und Ja, so, stimmt. Das fehlt, ne? das ist hier nicht drin. Das ist da weg. Was zum Film passt, zur Atmosphäre und so weiter, hundertprozentig. Ja, und Aber trotzdem gerechtfertigt wäre eigentlich, ne? ja. Weil ihm, was ihm alles hier passiert und so, ne? Dass er dann sagen müsse, durchdrehen könnte und schreien. Aber es passt nicht zu der Figur an sich, ne? Oder? Ja, und passt vielleicht dazu, wenn du sagst, da war er ja noch nicht so bekannt, dann hat er das vielleicht selber ja für sich noch gar nicht entdeckt, dass er diese crazy Typen spielen kann. Ja, doch, Wild at Heart und Das. so, und das ist ja schon so Ach am so, Start, also. okay. Weil vielleicht ist es auch genau das, was mich jetzt dann nochmal so positiv überrascht hat. Also, dass ich das ja sonst von seinen Rollen so kenne. Und da spielt er halt sowas halt nicht, aber man kauft es ihm halt trotzdem ab. Also, er braucht nicht dieses Übertriebene, sondern er überzeugt halt auch so, ja, ruhig irgendwie. Da ist er ja sehr ruhig und bedacht eigentlich. Also, und so Ja. ein, ja, normaler Typ halt einfach, ne? Ja, so, ja, eben nicht nochmal, weil er halt zu nett ist eigentlich für diese Welt. Ja, ich Ne? wollte gerade Und diese Welt sagen, ist halt schlecht ja. und da geht es nämlich jetzt weiter. Er schreibt diesen Brief an Sheriff, haut ab, hat das Geld ja von ihr und ihm. Und was passiert dann? Er fährt aus Versehen jemanden im Regen, was auch so noir natürlich ist und so, ne? Ich meine, Blade Runner können wir noch dazu zählen, ist auch so in der Welt, ne? Da gibt es ja viele Filme, die dann dem so entsprechen, dieser Atmosphäre und diesen Figuren. Und fährt diesen Typen an und was macht er? Er bringt ihn ins Krankenhaus und muss wieder zurückfahren, Ja. weil er zu lieb ist, ne? Obwohl es auch nicht seine Schuld war, der andere ist auf einmal vorgesprungen und so weiter, ne? Kann man nicht sagen, aber er hat es halt getan. Bringt ihn zurück und was passiert dann noch schlimmer? Er haut nicht wieder ab, also er wollte es dann doch schon irgendwann machen, aber er tut die ganze Zeit so, weil er hätte auch, wenn diese Krankenschwester da ist, hätte auch abholen können, weil er wollte schon so ein bisschen wissen, ob es ihm gut geht oder nicht. Ja. Das ist auch wieder so ein Ding. Ja. Und was passiert dann? Die warten, bis der Sheriff kommt. Und der Sheriff ist der Typ von der Bar. Der Barbesitzer gleichzeitig. Ja. Und das zeigt auch wieder, was wir meinen mit Welch, dass er sowas spielt immer, ne? Was Großes oben, was aber irgendwie, ne, Dreck am Stecken hat. Ja. Und dass die Welt halt böse ist drumherum. Ne, dass auch diese gute Instanz halt, ne, die Polizei und so, ist das überhaupt eine Instanz? Ich habe keine Ahnung, ich kenne mich nicht aus, ich bin dumm. Dass er was Gutes tun wollte. Und das ist das Gute, aber wo er sich dann richten könnte, der Rahmen halt böse ist, ne? Das ist so Ja. gut. Und das ist diesem Vorort auch, ne? Diesen kleinsten Ort, den es gibt auf der Welt. Nicht in einer Großstadt und so, wo Korruption, Dings und so. Nein, 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 in diesem kleinsten Dorf überhaupt. Und was passiert dann? Klein zusammengefasst, möchtest du das weiter sagen? Naja, erstmal kommt dann ja raus, dass der arme Typ vorher schon angeschossen wurde. Ja, Wo wir währenddessen uns auch. ja, wo wir davon ausgehen, dass das ja dann der Sheriff war. Und da wird einem ja dann klar, okay, jetzt hat er irgendwie die Arschkarte gezogen. Ja. Ja, und dann ergibt, also dann Nimmt er ihn mit, nein, im denkt man ja Auto. erst, genau, er steckt ihn Der Sheriff nimmt ins Nicolas Cage Gefängnis mit. und also man geht ja eigentlich erst, oder ich bin zumindest erst von einer ganz anderen Richtung ausgegangen, die jetzt kommt, aber das passiert dann ja doch nicht. Was meinst du Also denn? Wovon bist dieses, du denn ausgegangen? naja, dass er den jetzt in den Knast steckt und dass es da dann halt erstmal irgendwie noch ein bisschen rund geht und dass er dann verknackt wird, dass es eher so in diese Richtung geht. Aber geht es ja gar nicht. Der will ja irgendwie mit ihm um die Ecke fahren und ich weiß gar nicht, was genau eigentlich von ihm will, aber. Will er eigentlich von ihm? Weil der Sheriff, ja, der will erstmal das Geld zurück. Ne, das ist ja wichtig und so. Der ist ja knauserig. Und dann
will natürlich sicher gehen, dass das nicht weitererzählt wird. Das auch. Und dann will er ihn halt mitten auf der Straße dann erschießen. Ach stimmt, dann will Er er ihn kommt ja aber da. frei, Ja. läuft so übers Feld, was weiß ich, durch die Wüste da. Er läuft hinterher, ist natürlich auch ein Jäger, der schießen kann. Und da sieht man halt auch, Nicolas Cage hat ja eine Waffe. Am Anfang. Und da sieht man schon, kann jetzt nicht sein, dass er im Militär ist, muss das nicht heißen, weil er auch gut schießen kann von weit weg mit einer normalen Pistole, als er gejagt wird, ne? Wir sind halt in Amerika und dann in Wyoming und so Wüste und so, da kann jeder schießen und Ich so wollte und jeder hat gerade eine sagen, Waffe, da ne? wundert Also. man sich ja nicht drüber. Und dann, was passiert? Der nächste Zufall. Es ist so geil einfach, ne? Weil man liebt es einfach da in dem Film und so, ne? Egal wie konstruiert, bla bla bla. Ist ja alles quasi schon vorbereitet. Wird er fast angefahren von jemand anderem? Dennis Hopper. Endlich. Dennis Hopper sieht so geil aus. So geil. Also jeder andere wird ja denken, der ist so verkleidet oder irgendwas. Aber nein, oder? Wie findest du das als Nein. Frau? Oder findest du es schlimm? Nein, aber es passt. Es passt, oder? Er ist nämlich Ja. so ein im schwarzen Cowboy-Kostüm, nenne ich es jetzt mal, mit Cowboy-Hut, ne? Und er ist ja Ja. so klein und diese Sachen, das sieht so geil aus. Also Ja. das sieht mega aus, einfach Dennis Hopper. Und seine Style, er spielt dann ja schon wieder so wie einer meiner Lieblingsfilme, die wir auch zusammen gesehen haben. Schon lange her, glaube ich. Blue Velvet. Den Charakter mimt er so, weil er kann ja nichts anderes besser als Bösewichte, muss man einfach sagen, ne? Als crazy Bösewichte. Ja. Und dieses, gerade dieses Blue Velvet-Ding, die Person, die er da spielt, ich weiß gar nicht, wie der hieß. Das kommt nochmal zum Ende, besonders zum Tragen, finde ich, in dem Auto, wo sie zusammensitzen, aber das wollen wir jetzt nicht vorwegnehmen. Und dann sind die beiden, und da kommt es dann erste Mal zum Vorschein, dass er ein Veteran ist, Nicolas Cage, wenn Dennis Hopper ihn mitnehmen will. Und zollt ihm Respekt, weil er so eine mega Einheit war, wo viel passiert war und er mit Glück überlebt hat. Ne? Er hat immer dieses Glück-Unglück-Ding, ne? Ist ganz heftig bei ihm und so. Ne? Dabei will er gar nichts. Er will nicht Glück, er will nicht Unglück, er will einfach nur Seine leben und so. Ruhe, Ja, seine Ruhe ja. so. Ne? Aber es passiert alles und so. Das ist so schön an diesem Charakter und diesem Film, ne? Der das gut rüberbringt. Und deswegen sind die dann Freunde quasi. Und er hat mega Respekt auf der einen Seite. Aber wie auch hier ist die Person, der es Gutes will und so weiter oder gut scheint, auch wieder was Böses. Denn wie wir es uns alle schon denken, ist er der Killer, der eigentlich schon vor einer Woche da sein sollte. Ja. In der Bar, in der man ausgeben will und so Nicolas Cage, kommt dann eben, fragt er nach diesem Typen hat, Welch, der dann auch kommt, weiß, weil er es gesehen hat vom Weiten im Wald, dass er es ist, bla bla, Nicolas Cage geht's mit, flieht durch die Toilette, haut ab, springt auf den LKW und fährt weg. Und jetzt sind Dennis Hopper und Welch auf der Jagd, ne? Und kriegen und so weiter, Also ne? ist er schon wieder in Red Rock gelandet. Genau, wieder in Red Rock. Richtig geil. Und jetzt flieht er wieder mit dem LKW. Aber was macht er? Er hält bei der fucking Frau, will da rausgelassen werden von einem LKW-Fahrer, weil er sie warnen will, dass der Mörder da ist. Schon wieder was Gutes. Ja, warum fallt ihr auch alle immer auf die Ladies rein, ne? Ganz ehrlich. So it is, oder was? Ja. Ja, Weiß ich nicht, was ich dazu sagen ihr soll. seid einfach unsere größte Schwäche. Ja, offensichtlich. Und gleichzeitig das Schönste natürlich, ne? Ich will jetzt Natürlich. nicht Schwäche mit, ne? Also. Und dann. Wir ziehen jetzt den ganzen Film, scheiß drauf. Okay. Ist ja fast zu Ende quasi, jetzt diese Hauptpunkte, ne? Dann erzählt ihr das, dann kommt Dennis Hopper, die schlagen den K.O., hauen ab. Was auch wieder geil ist, so realistisch. Nicolas Cage ist schlau. Manipuliert den Wagen von Dennis Hopper, dass er nicht hinterher kann Ja, sofort. das war gar nicht mal so dumm. Die hauen ab. Dann sind sie im Motel irgendwo, sitzen, trinken ein, ficken. Und dann. Also, Entschuldigung. Es ist Sonntagmittag. Und dann. Warte. Wobei das, Sagt. Ja? ja, da würde ich kurz gerne Ja, okay. sagen. Zu sexy, ne? Schön, erzähl, Daniela. Das ist das Einzige, wo ich gerne ein bisschen drüber meckern würde. Also, dass sie sich gerade wieder 2 Stunden kennen und dann ist es auf einmal die große Liebe und Große Liebe, glaube ich nicht. Das habe ich jetzt aber nicht gefühlt. planen ihr Leben irgendwie. Also das, Ich habe keine Liebe gefühlt. ja, aber Das ist eher das. so aus so Dings entsprungen, aus Situationen heraus. Jetzt sind wir gerade so mit schicksalsmäßig so ein bisschen und er kommt mit, weil Nicolas Cage Ja, aber wirkt in das. keiner Minute so, als würde er irgendwie was für Nein, sie nein, empfinden. er will das irgendwie nicht so. Aber man merkt halt schon, nein, große Liebe war vielleicht auch falsch. Man merkt schon, dass sie auf jeden Fall unbedingt weg will, wo man ja schon irgendwie stutzig Und genau, wird, von ne? ihr merkt man auch keine Liebe zu ihm. So, das ist so echt. Er will sie Ja, retten, will nett aber. sein und so und sie mitnehmen erstmal. Und Ja, sie aber dann kann klammert man sich sich. ja auch in diesem Motel irgendwie trennen. Dann kann man ja von mir aus einmal, ne? Aber. Also, das ist so, Sonst wird die dass Geschichte nicht weitergehen. ja, aber.
Das gefällt mir nicht so gut, das hätte man anders machen können. Okay, ein Minuspunkt bei ja. Red Rock Wrath. und dann kommt wieder die Frau und sagt, ich will Geld. Und das ist halt das Problem allgemein. Das ist auch wieder dieses Ding, weil meist haben die Figuren ja diese, wie bei Hardboiled und Noir meist auch so einen Hintergrund und Schwäche. Bei ihm ist jetzt, das ist ja das Geile, bei Nicolas Cage ist halt die Schwäche, dass er immer gut ist einfach. Das ist das Interessante bei diesem Noir-Film, was John Dahl so ein bisschen antithesenmäßig macht, dass seine Schwäche das Gute ist quasi. Ich würde nicht mal sagen, dass Geld seine Schwäche ist, weil er das ja nur nutzt, um zu überleben. Mhm. Gerade so und so viel und nicht jetzt so auf so viel wie möglich, ich will das haben und Gier. Gier ist dann in dem Fall nicht. Mhm. Deswegen ist er eigentlich so eine Antithese zu dem Noir-Film. Aber alle anderen Figuren haben halt dieses Zweiseitige. Und da ist auch wieder die Frau eigentlich, die hübsch, Sex und so weiter, ne? Und eigentlich Opfer so ein bisschen dann auch, ne? Ist dann wieder der Grund, sie will das Geld, da gibt es 500.000, erzählt sie auf einmal. Also jetzt kommen die Mega-Spoiler, ne? Schreibe ich auch wieder Timestamp-mäßig rein. Dass sie mit ihm dann wieder zurück will nach fucking Red Rock West, um da Geld zu holen, weil sie 500.000 da am Start noch haben. Und dann gehen sie zurück und dann erfahren sie irgendwann, dass dieser Welch, also das Ehepaar, beide gesuchte Verbrecher sind. Die 1,5 Millionen damals geklaut haben, sich da verschanzt haben und dann, ja, so mit anderen Namen und so, ne, und bla bla, und dann langsam eben zum Bürgermeister, Frau und so weiter. Mhm. Krass, oder? Nochmal dreifach böse, Umwechsel-Twist-mäßig da. Das ist schon geil. Ja. Und dann haben wir am Ende, natürlich Dennis Hopper kriegt das auch mit, will auch diese ganze Kohle, also er will überhaupt erstmal sein Geld haben. Mhm. Und dann halt ein bisschen mehr auch. Und dann fahren sie irgendwann ganz klassisch, schon fast Western Ennio Morricone, sag ich immer, Sergio Leone mäßig, ne? Il brutto, il buono, il cattivo, zwei glorreiche Lunken, the good, the bad and the ugly. Haben wir den zusammen gesehen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Fahren sie dann zum Friedhof und da hat H. Welch, unser Sheriff, Barmann und Ehemann und Verbrecher, Geld vergraben, witzigerweise, noch 500.000. Und da kommt so ein bisschen, weil diese drei Fronten da sind, deswegen sage ich so, ne, das ist so ein bisschen so in dem Western-Genre ist und alle gegenüberstehen, haben eine Waffe und so weiter, ziehen die und. Und am Ende ist es so, können wir was sagen, dass die Frau ihn echt abballern will. Die beiden entkommen nämlich, springen auf den Zug, auch so westernmäßig, sag ich jetzt einfach mal ganz mäßig, roadmäßig, roadmovie-mäßig. Wir haben das Geld, alles andere überstanden. Und sie will ihn dann abballern und will das ganze Geld haben. Und er schmeißt sie dann raus aus dem Zug. Ist auch geil, ne? Schmeißt sie mal aus dem Zug. Das ist ein anderer Film mit Danny DeVito von Danny DeVito. Auch geiler Film. Aber er schmeißt das Geld raus, ne? Er schmeißt das Geld raus, genau. Wenn das egal ist, nochmal zu zeigen, so, ne, dass das von Anfang an so ist. Ja. Dann sie, und dann hat er ein bisschen Glück, was man so erhofft hat, ne? Ja. Dann hängt so noch ein kleines Scheinbündel. Also kleine sind dann wahrscheinlich auch so 5 oder 10 oder was weiß ich, wie viel 1000. Ja. Ist dann noch, er steckt sich ein, sitzt im Zug und Ende. Ist dieser bösen Welt entkommen. Und er wollte ja gar nichts und so. Er wollte gar nichts. Hoffentlich. Willst du dazu noch was sagen? Ich könnte noch mal sagen, ich fand den Film cool. Der ist super, oder? Ja, obwohl den kann man sich angucken. Ich immer dachte, so zweite Hälfte oder letztes Drittel, dass man so ein bisschen die Atmosphäre verlassen hat. Weil es die ganze Zeit vielleicht auch tagsüber ist und dann echt ganz schön schnell geht mit dem Hin und Her, ne? Nö. Aber dann meine ich echt keinen großen Minuspunkt. Ich fand nur einfach die Atmosphäre so das erste Drittel, aber das finde ich in den meisten Filmen so. Ja, das ist ja. Finde ich ja immer schöner, wenn die ja etabliert wird, die Welt, ne? Das ist halt so geil. Ja. Aber Nicolas Cage ist hier eine ganz andere Figur als in jedem anderen Film, muss man einfach sagen. Und ja, es ist jetzt nicht die größte Schauspielkunst und so, ne? Aber es passt alles. Es passt alles zusammen. Ich wollte gerade sagen, aber er kriegt einen, ne? Und auch die anderen, also das ist schon gut gemacht. Also. Ja, die Frau, das hätte man besser machen können, aber... Aber auf der anderen Seite passt es dann wieder, weil sie ist halt so eine Schnepfe. Was ist das eigentlich für ein geiles Wort? Schnepfe. Gibt's das noch? Darf man das sagen heutzutage noch? Bestimmt nicht. Aber woher kommt das?
Schreibt es in die Kommentare. Ja, bitte. Oh, ich google das nicht. Ich schreibe es in die Kommentare. Ja. Also, fandst du geil. Hat Spaß gemacht. Freut mich. Wie geil. Ich finde die auch super atmosphärisch. Das ist ein Film, den kannst du immer wieder einwerfen. Ja. Der ist schön. Und ich hatte den ja schon zweimal gesehen und trotzdem hatte ich wieder vergessen, weil es so viel Twists und hin und her gibt. Ja, wie gesagt, dass man es vergisst. Und Dennis Hopper halt cool, geile Szene, ist jetzt auch nichts Neues, so was er bringt, aber er bringt es perfekt. Welch auch, alle Figuren passen, was sie machen, wie sie es machen und so, da ist nichts irgendwo, man sagen könnte, so, das ist jetzt Quatsch in dem Film. Und wie du sagst, diese ganzen hin und her und der ist eigentlich böse und bla bla, es passt aber in die Welt und so, ne? Ja. Und das ist einfach so, es ist nur schlau und stückweise präsentiert. Mhm. Das ist halt das Geile, ne? Ja. Und dafür liebe ich den. Und vom Licht und Kamera, alles super. Also John Dahl und so, ne? Oder Dahl. Mega geil. Und da gibt es noch ein, zwei Filme. Ich habe mir jetzt einen bestellt, den ersten mit Val Kilmer. Mhm. Wer weiß, wenn du das Quiz gewinnst, kannst du so einen wählen. Vielleicht wähle ich den auch. Mhm. Und was Gutes für uns. Als ob. Als ob. Soll ich den mal holen? Oh ja. Das Quiz? Ja, bitte. Ah. Oh. Was für Fragen jetzt kommen? Genau, weil man ja am Ende noch checkt, dass der Typ ja von ihr erschossen wurde. Weil der Typ, also den er auf der Straße findet auch noch, ne, der hat ja die zwei Kugeln gehabt, von ihr erschossen wurde, weil sie ja dem hinterher auch Nicolas Cage erzählt, dass er herausgekriegt hat, dass die beiden Verbrecher sind und die Kohle haben. Oh. Und es nicht der Sheriff ist. Hast du gar nicht so gecheckt oder was? Nö. Okay. Okay. Danke für die Info. Okay, alter Schwede. Ja, okay, die Frage ist jetzt geil. Das musst du wissen, anders sage ich es nicht. Okay. Aus welchem Film stammt der Satz? Redest du mit mir? Okay, warte. Also ich sag dir einen Tipp. Das ist einer meiner gehört. Besten Lieblingsfilme. Ich mache es jetzt. Ich stelle mich jetzt hier vor den Spiegel für alle Leute. Vielleicht hört man das noch. Und spiele die nach. Also. Redest du mit mir? Hörst du mich an? Ja, kenn ich. Redest du mit mir? Ja. Weißt du es? Nein, aber ich weiß. Scheiße. Ja. Das ist so, wie sei. Ja. Talking to me? Ich weiß, ja. Talking to me? Ja, ich weiß. Weißt du das? Oder ja. Hier die Waffe zieht und dann so. Ja, weiß ich alles, aber. Weißt du, ne? Weißt du, film mich oder was? Daniela, konzentrier dich jetzt, bitte. Vielleicht Lieblingsfilm, okay, ich gebe dir einen Tipp, okay? Vielleicht hätte ich auch Alkohol trinken sollen. Ja, Daniela hat nämlich einen alkoholfreien Aperitif. Egal. Also, ich gebe dir einen Tipp. Hängt als Poster unten bei mir im Studio. Zweiter Tipp. Hier im Sideboard, im Lowboard, wie es ja richtig heißt, übrigens selbst gebastelt, egal, ist der Film, steht er. Taxi Driver? Ja! What the fuck? Daniela, weißt du das? Also kommt sie jetzt auch so das Bild und so wie Robert De Niro da vorne? Ja, das Bild hatte ich vorher schon, aber trotzdem wusste ich nicht, wie der Film heißt. Ja, habe ich alles in meinem Gehirn, aber ich wusste trotzdem nicht, wie der Film heißt. Alter. Ja. Okay, aber du wusstest. Und das finde ich schon, das reicht für mich. Weil das ist ja mehr Liebe als Wissen. Mir reicht mehr, ne? Liebe ist wichtiger als Wissen. Oh. Gefühl und so. Gefühl. Gefühle. Okay. Gefühle. Okay. Der nächste. Könntest du auch wissen. Aber weiß ich nicht, haben wir zusammen gesehen. Du magst den auch voll gerne. Vielleicht sogar schon zwei. Also im Film The Big Lebowski. Weißt du, welcher das ist? Mhm. Okay. Spielt Jeff Bridges die Rolle des Jeffrey Lebowski. Mhm. Aber wie wird er im Film genannt? Ja, das ist so für die 90er Kiffer so ein bisschen, ne? Und White Russian Trinker. Und das Geile ist, Daniela wüsste, wie man oder weiß, wie man White Russian macht. Die war ja auch Barkeeperin in der Diskothek. Aber weiß jetzt nicht, wie der Typ heißt. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob wir diesen Film, haben wir den ganz gesehen? Ich weiß, wir wollten den immer sehen, aber... Doch, auf jeden Fall. Doch. Ich habe keinen Dunst. Du hast keinen Dunst? Ich gebe dir einen Tipp. Was ist das denn für ein Typ? Wer ist da drauf? Wir warten immer einen Bademantel an. Ja, stimmt. Daniela weiß das nicht, ne? Ich weiß, wüsste jetzt auch nicht, wie ich darauf hinweisen kann. Weil das auch so dumm ist. Dude. Ja!
nicht. Was habe ich gesagt, dass er dumm ist? Ich hab's echt krass drauf. Oh, wie froh ich bin. Oh mein Gott, ist das schön. Ist das schön, ey. Also schön. Das ist echt gut. Deswegen schön, ja. Das ist echt nie gespielt oder so, ne? Das ist echt super. Das war echt überrascht, dass ich das Ganze überhaupt so ein Kuss. Also mit dir. Wie heißt die Figur, die Harrison Ford in Star Wars Krieg der Sterne verkörpert? Harrison Ford, ne, einer deiner Lieblingsschauspieler. Ja, Star Wars. Ja, ich weiß, du hast Never Star Ever, Wars. Ne? Ja. Ja. Du weißt es überhaupt nicht? Ich weiß nicht immer, ist das der mit Luke und ja, genau. Ich bin dein Vater? Krasse Scheiße, Alter. Oh nein, das ist so das kommerziellste von allen. Ja. In diesem Quiz wahrscheinlich. Ich bin kein kommerzieller Mensch. Das können wir jetzt hier schon mal festhalten. Also, ich gebe dir einen Tipp. Obwohl das gar nicht so richtig passt und stimmt. Aber der ist menschlich gesehen ja sehr allein eigentlich, der einzige Typ. So ein Einzelgänger. Das reicht nur ein Ding, Vor- oder Nachnamen. Du weißt es nicht, ne? Oh, Scheiße. Nö. Weißt du überhaupt nicht. Ich überlege gerade, ob ich irgendwelche Namen aus diesem Film vielleicht überhaupt kenne. Überhaupt aber Luke wusstest du, ne? Das wusstest du. Und R2-D2 gibt's, ne? Und R2-D2, das sehr ist gut. Auf jeden Fall nicht Harrison Ford, das weiß ich. Ich dachte, die haben das reingezwängt in diese Rechtdose. Ich wüsste auch nicht, wie ich dir einen Tipp geben kann. Tja. Also, okay, ich gebe dir einen Tipp. Weil es so komisch ist, dass man nicht denken könnte, dass das ein Name ist. Das ist jetzt auch schon ein Tipp. Also. Ich hab dir schon gesagt, der Typ ist alleine. Ja. Ne? Wenn man kein Pärchen ist, was ist man dann? Single? Ja, anderswo. Wo war das mit anderes Wort? Was war das nochmal für eine Quizshow, wo die sich immer abklatschen müssen? Ruckzuck. Oh, so geil, ruckzuck, ey. Mit Film, ruckzuck mit Film einfach nur, ne? Ruckzuck. Ja. Mach ich demnächst. Darf man das? Oder Lone Ranger. Lone Ranger? Nein, das ist falsch. Du darfst dreimal raten. Lone Single. Nee. Ich hab doch keine Ahnung. Nein, aber wirklich, wenn man kein Pärchen ist. Und dann sagt man auch sogar in Deutsch, fucking Deutschland, ne? Hier, in Germany. Sagt man, was? Man ist? Einsam? Aber wenn ich doch sage, sogar in Deutschland, dann ist es doch kein verficktes deutsches Wort. Dann ist es ein beflügeltes englisches Wort. Okay, das ist die letzte Chance, weil dann kann ich dir echt keinen Tipp mehr geben. Sag jetzt, was jetzt bin ich bei, was sagt man denn zu sonst noch? Was gibt es denn für ein anderes Wort als Single? Ja. LP. Was? Du bist ja witzig, Mann. Das ist das Gegenteil, einfach nicht das. So. Ich weiß es doch nicht. Okay, ich sag's dir, ne? Dann beißt du dir aber sowas von in die Haare. Han, Vorname, Solo. Han Solo. Ha. Solo, man ist doch Solo, oder nicht, wenn man keinen Partner hat? Sagt ja, man in Deutschland, stimmt, ist doch gängig, ist oder? Solo. Ja, am Arsch. Jetzt kommt der Rüdner-Film aus, das wird so brutal. Der Film so brutal. Nein, Quatsch, aber krass, schade. Han Solo. Das für ein beknackter Name habe ich ja noch nie gehört. Hast du echt nie gehört? Nee, ne? Krass, ey. Nee. Ja, aber dann ist okay. Aber wo gibt's denn Lone Ranger? Irgendwer heißt doch auch irgendwo Lone Ranger. Gibt's nicht sowas? Ja, gibt's, ja. Es gibt erstmal Lone Ranger hier, wie heißt der nochmal? Johnny Depp und Armie Hammer. Und dann gibt's noch den Galaxy Ranger. Hat aber nichts mit. Der ist auch der Lone Ranger. Siehst du? Naja, irgendwo gibt's den halt. Sehen. Ja, okay. Okay. Ja, schade. Danke an die Zuhörer. Danke, Daniela. Paul. Nee, warte. Oh Gott. Abonniert Kanal auf YouTube. Auf allen möglichen Podcast-Dings bummst das. Macht so die Daumen hoch. Schreibt Kommentare. Schaut auf meiner Website vorbei, cinemavolante.de. Da könnt ihr auch alle Filme sehen, die ich irgendwie besprochen habe. Mit Daniela, mit Ralf, mit anderen. Mit Video-Reviews. Bla, bla, bla. Locker flockiges.